Das Thema, was ich habe, hat schon auch noch was mit Verheißungen oder prophetischen Worten zu tun. Ich nenne es von der Verheißung zur Erfüllung. Könnt ihr mal so in euch hineinhorchen? Gibt es Dinge, die ihr auf dem Herzen habt, Gebete, Dinge, die euch Gott vielleicht gesagt hat, wo ihr denkt so, da warte ich darauf, dass sich das noch erfüllt? Und auf der anderen Seite auch kurz darüber nachzudenken, wo sind Dinge, wo Gott mich schon geführt hat, die erfüllt sind, vielleicht Dinge auch über das eigene Denken oder der Vorstellungskraft hinaus, wo Gott schon gehandelt hat und viele gute Dinge getan hat. Könnt ihr mal so an beides denken, an das eine so voller Dankbarkeit, wow, auch wie die eine junge Frau aus dem Lobpreisteam gesagt hat, trotz schwieriger Zeiten, Gott war da. Und auf der anderen Seite, das sind noch Dinge, wo Gott sagt, da habe ich noch was für dich. Das beste Tortenstück hebe ich noch auf. Ich merke schon, auch bei euch in der Gemeinde, dass ihr schon auch mit dem Gebäude, das ihr habt, Weitwinkel, wo Gott ja schon Dinge getan hat, wo man manchmal menschlich gedacht hat, wird es überhaupt möglich? Aber Gott hat das getan. Also da sind, finde ich, schon viele Glaubensmuskeln, die da sind und wo ihr auch schon Dinge erlebt habt über das, wo man denkt, hat Gott das vergessen? Habe ich mich vielleicht verhört? War das nur ein eigener Wunsch oder war das wirklich ein Gedanke von Gott, so zu erleben, wow, Gott bringt Dinge durch? Und es gibt ganz vielfältige Verheißungen in der Bibel. Ich habe mal gelesen, 6.000, also ich habe nicht nachgezählt, aber 6.000 Verheißungen, und die ein Ja und ein Amen auch in Jesus sind. Und auch diese Dinge erfüllen sich nicht immer nur ganz von alleine, sondern sie sind ein Ja und ein Amen. Ihr könnt gerne weiter klicken in der Folie. Das ist, glaube ich, die dritte Folie, von der ich gerade rede. Genau, ein Ja und ein Amen in Jesus. Das steht in 2. Korinther 1, Vers 20. Und Jesus ist der Garant dafür, dass alles, was Gott uns verhießen hat, dass es sich auch erfüllt. Und auch die prophetischen Dinge, vielleicht das persönliche Reden von Gott zu euch selber oder Prophetie, wenn Gott etwas sagt über jemanden anderes zu euch, sind Dinge, wo Gott sagt oder Jesus sagt, ich stehe damit mit meinem Namen gerade. Gab es mal so eine Kinder-Baby-Werbung, dafür stehe ich mit meinem Namen, für die Qualität der Babynahrung. Und das sagt Jesus auch. Dafür stehe ich mit meinem Namen für die Erfüllung dessen, was ich euch verheißen habe. Und auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es zieht sich vielleicht lange hin oder manchmal auch das Gefühl gehabt hat, Gebete haben sich nicht erhört, sagt Jesus, ich möchte, dass die Dinge sich erfüllen. Und für uns selber ist das Gebet und Prophetie geht ineinander über. Wir hatten einen prophetischen Mentor, der hat immer gesagt, Propheten müssen Beter sein. Nicht jeder Beter ist Prophet, aber Propheten müssen Beter sein, weil sie Dinge mit zur Geburt bringen. Und das wird sehr, sehr deutlich auch in Elia. Als der für den Regen gebetet hat, hat er sich hingekniet in der Geburtshaltung der Frauen im Nahen Osten. Und das war sozusagen ein Geburtsprozess von dem, wo er das hervorgebracht hat mit Gott zusammen. Und unsere Gebete, ich springe, deswegen ist PowerPoint bei mir immer ein bisschen schwierig, auf die erste Folie, dass Gebete sind ein Werkzeug, das Gott erwählt hat, um dadurch die Welt zu beeinflussen. So, wir denken manchmal, ich bin ja nur eine Person oder wir sind nur eine kleine Gemeinde. Gerade in Frankfurt denkt man manchmal, so viele Herausforderungen, wie will Gott da eingreifen? Aber Gebet beeinflusst die Dinge in dieser Welt. Er hat uns Autorität gegeben, Verantwortung gegeben, Einfluss zu nehmen. Und durch das Gebet entsteht auch Aktion, entstehen dann Dinge, die aus diesem Gebet entspringen. Und Gebet ist eins der größten Chancen und Privilegien und eins der größten Aufgaben, die wir haben. Und in der Bibel finden wir eigentlich nichts, was die Jünger gefragt haben. Haben nicht gesagt, erklär uns, wie macht man Kinderdienst? Erklär uns, wie organisiert man eine Gemeinde?
erklär uns dies oder jenes, sondern die haben gesagt, lehre uns beten. Und die Dinge des Reiches Gottes hat Jesus ja auch immer wieder erklärt, also die Prinzipien, wie dieses Evangelium sich verbreitet, wie das Reich Gottes auf die Erde kommt, also diese neue DNA, die neue Sichtweise Gottes hat Jesus ganz tief erklärt, unsere Identität in Jesus, unser Gottesbild, wie breiten sich Dinge aus, wie ist unser Charakter, unsere Persönlichkeit. Aber sie haben gefragt, Jesus, lehre uns beten, weil sie, glaube ich, etwas gemerkt haben an Jesus. Er hat anders gebetet als die Pharisäer. Und bei jeder Jüngerschaftsgruppe oder jeder Pharisäer oder jeder Rabbi hatte eine gewisse Art zu beten, hatte eine gewisse Schule des Gebetes. Und bei Jesus haben sie gemerkt, der betet aus seiner Identität und aus seiner tiefen Verbundenheit mit dem Vater. Und ich habe letztens nochmal gehört, gerne nochmal weiterblättern bei der Folie, wir können im Gebet nur an einem Punkt versagen. Und das ist nicht zu beten. Das ist das Einzige, was wir uns eigentlich nicht leisten können. Und es mag unterschiedliche Arten geben. Gebet ist für mich erstmal Beziehung mit Gott. Ist nicht, da muss ich auch noch etwas tun und Fürbitte dafür machen und Fürbitte dafür machen, sondern es ist erstmal als allererstes Beziehung und Sein mit Gott in Verbundenheit zu sein. Und es kann, wie gesagt, sein, dass man ganz gewisse Zeiten für Gott reserviert. Es kann aber auch diese Verbundenheit sein beim Tun, im Alltag immer wieder diesen Blick nach oben, den Jesus hatte. Aber dass wir wissen, dass wir da mit Gott verbunden sind. Und Jesus sagt in Matthäus 21, Vers 22, alles, was immer im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Oder auch in Markus 11, Vers 24, alles, was auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so werdet ihr es zuteil werden. Und man könnte jetzt sagen, oh, das ist aber echt eine hohe Hürde. Und ich hoffe, es spornt euch an. Oder man denkt an die vielen Dinge, wo man gebetet hat, eigentlich mit Glauben und Begehren, wo sich Dinge nicht erfüllt haben. Letztens in einem Buch über Gebet gelesen, wenn wir einen Fernseher haben und wir wissen, der Fernseher funktioniert und wir machen ihn an und er geht nicht, haben wir eine Fehleranalyse und sagen, ach, ist das Internet richtig angeschlossen, ist das Stromkabel angeschlossen, ist in der Fernbedienung eine Batterie, der muss einfach funktionieren und ich gucke, welche Faktoren ich verändern muss, damit dieser Fernseher funktioniert. Und seine Antwort war, ähnlich sieht das auch bei Gebet. Wenn Dinge nicht funktionieren, zu sagen, Gott, wo muss ich eine Fehleranalyse ansetzen, damit Gebet wirkungsvoll und kraftvoll sein kann? Und wie funktioniert jetzt ein solches Gebet? Kurz mein Handy aufmachen. Doch meine Papierbibel. Das möchte ich euch anhand des Gleichnisses nehmen, was Jesus nutzt. Das Gleichnis von der Witwe, vom Richter, in manchen Übersetzungen heißt es vom ungerechten Richter, da wird die Witwe gar nicht so hervorgehoben. Da heißt es, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Dabei erzählt er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte aber auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht, und was die Menschen sagen, ist mir total egal, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch in Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie auf etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen.
Und jetzt kommt dieser letzte Satz, der mich, als ich irgendwann das mal ganz tief gelesen habe, mich fast umgehauen hat und sehr berührt hat. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Und Jesus zeigt diese Art des Gebetes. Der erste Aspekt dieses, wie es hier steht, alle Zeit zu beten. Viele Leute haben sich Gedanken gemacht, wie geht das, unablässig zu beten? Dann sind Menschen auf das Jesusgebet gekommen. Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und dieses im Gedanken, dass das läuft. Ich weiß nicht, ob er Frank Laubach oder Laubeck, wie man amerikanisch sagt, ausdrückt. Der hat das Experiment des One-Minute-Prayers gemacht, in jeder Minute eine Sekunde an Gott zu denken. Und richtig geübt, diese Verbundenheit. Und es sind echt Wunder passiert, dieses immer wieder mit Gott verbunden zu sein. Alle Zeit. Von Jesus heißt es, und dass sein Leben war Gebet, durch diese Verbundenheit, dass er wahrscheinlich mit weniger Worten gebetet hat, als wir manchmal denken. Aber diese Verbundenheit, sein Leben wurde zu einem Leben des Gebetes. Und das merken wir auch mehr und mehr, dass sich das ausdrückt und dass das diese Verbundenheit mit Gott ist, dran zu bleiben, auch bei Anliegen, dran zu bleiben, wenn Dinge schwierig sind. Heute Morgen habe ich noch gelesen, diesen Bibelvers aus dem Psalm, dass der Wüstenort zum, oder das Tränental zum Quellort wird. So, und das hat auch die junge Frau vom Lobpreis erzählt. Das hat mich sehr berührt, dieses, aber Gott ist die Hoffnung. Und Gott ist es manchmal wie ein Zeichen, auch wenn Dinge sich nicht gleich erfüllen oder anders laufen, als wir denken, dass wir an ihm dranbleiben und Hoffnung ausstrahlen. Gott möchte in alles mit hineinbezogen werden. Wenn wir sagen, Gott ist König über alles, dann ist er auch der König, dann kennt er sich aus mit Erziehung, dann kennt er sich aus mit meinem Lehrberuf, dann kennt er sich aus mit Finanzen, dann kennt er sich sogar aus mit Computer, dann kennt er sich mit jedem Detail unseres Lebens aus und möchte in alles komplett mit einbezogen werden. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich bete und keine Idee habe für Unterricht oder ich mache im Moment nur Beratung bezogen auf Schüler im Autismus-Spektrum, wo ich keine Idee habe, was kann man jetzt mit diesem Schüler machen? Und dann merke ich plötzlich, wow, Gott gibt eine Inspiration. Und das ist diese Verbundenheit zu merken, wow, Gott leitet und führt mich. Der zweite Punkt ist dieses nicht zu ermatten. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, zu merken, oh, dranbleiben. Und ganz schnell kommt dann doch der Gedanke, okay, wenn das jetzt nicht passiert, entweder denkt man so, Gott kümmert sich doch nicht so gut um mich, wie ich dachte. Man fühlt sich plötzlich nicht mehr geliebt. Oder man denkt, irgendwas habe ich vielleicht falsch gemacht. Oder ich habe mich vielleicht verhört. Kann manchmal auch schon auch sein. Aber dieses Dranbleiben an etwas. Als wir nach Amerika gefahren sind, das war 99 bis 2000, das ist immer schön, wenn man das irgendwie plastisch macht, brauchten wir ein Visum, so ein Missionarsvisum. Das wussten wir aber nicht, dass man ein Missionarsvisum, dass es sowas gibt. Wir haben ein ganz normales Visum beantragt und wir haben es einfach nicht bekommen sozusagen. Und dann war auch die Frage, entscheiden wir uns jetzt trotzdem zu fahren? Wie machen wir das? Und es war wirklich total an der Grenze. Wir haben unsere Wohnung aufgegeben gehabt, hatten unsere Möbel untergestellt. Ich habe meinen Beamtenstatus aufgegeben gehabt, damit wir dieses Jahr nach Amerika gehen können. Und dann klappt es nicht mit diesem Visum. Aber wir wussten, wir sollen gehen. Und dann immer wieder dranbleiben, nicht zu verzweifeln. Und wirklich eine Woche davor kam das durch, stand ich an einem Schalter und am anderen Schalter war eine, ja, da gibt es so christliche Gemeinden, hat sie jetzt in Amerika, das ist schon okay, dass die gehen. So, und dann weil der wollte gerade wieder sein Nein draufstempeln und dann war es plötzlich ein Ja. So, und das ist dieses Dranbleiben. So, wir werden auch trotzdem gefahren, man kann ja auch ein paar Wochen bleiben und muss dann zwar wieder ausreisen. Also dieses Risiko hätte man auch eingenommen. Also es ist nicht zu ermatten, sich nicht zu frustrieren lassen, wenn man weiß, Gott hat gesprochen. Und das habt ihr auch mit eurem Gebäude beim Weitwinkel erlebt. In Hebräer 4, Vers 2, die nächste Folie, ist es so, dass Gott ein Geheimnis gibt, was mir immer sehr, sehr wichtig ist. Und da heißt es, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen, aber das gehörte Wort, das Wort der Verheißung, die Zusage, die Gott euch gemacht hat, nützte jenen nicht,
weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband. Für mich ist das wie, in der einen Hand halte ich das, was Gott mir zusagt, und in der anderen Hand ist der Glaube. Und der Glaube bedeutet einfach nur, ich vertraue Gott. Und es fängt an mit all den biblischen Verheißungen, die ein Ja und ein Amen in Jesus sind. Das ist das, was im Epheserbrief steht. Alle geistlichen Segnungen des Himmels stehen mir zur Verfügung. Es fängt an mit, wenn ich keine Liebe habe, zu sagen, Gott, ich brauche Liebe. Du hast Liebe für mich persönlich, du hast Liebe, die durch mich durchfließen soll. Wenn ich keine Kraft habe, sagt Gott, meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Das war eins der ersten prophetischen Worte und ich dachte, Gott macht sich lustig über mich, weil ich meine Schwachheit hasse, also oder gehasst habe. Aber diese Schwachheit, von Gott abhängig zu sein, ist zur Stärke geworden. Aber meine Schwachheit hat mich immer wieder ins Gebet geführt, weil nichts passiert ist, ohne dass ich Dinge durchbeten musste, weil ich es mir selber nicht zugetraut habe. Und dann immer wieder zu spüren, wow, ich sage, ja Gott, ich glaube, dass diese Verheißung, die in dem Wort Gottes steht, dass das jetzt ein Teil ist von dem, was du mir schenkst, weil es ein Ja und ein Amen in Jesus ist. Und genauso die Dinge, die Gott dir persönlich zusagt, die Gott euch als Gemeinde zusagt, die Gott zusagt für den Raum Stuttgart. Das ist ein Teil unseres Gebetshauses, dass ich diese Dinge nehme, die Gott spricht oder wir und immer sagen, Gott, du hast doch gesagt. Gott, du hast doch gesagt. Gott, du hast doch gesagt. Gott, du hast doch gesagt, dass du das oder jenes tun willst. Wir hatten ein Gebetstreffen, wo ein junger Mann, der eine wirklich intensive Jüngerschaftsbewegung anleitet, gesagt hat, Gott schaut schon mit Freude auf Frankfurt, weil er das, was er tun möchte, schon sieht. Und wenn wir diesen Blick anfangen zu bekommen, das schon zu sehen, was Gott tun möchte, ist unsere Haltung plötzlich auch anders. Das ist ja das, wie Jesus uns auch schon sieht, in diesem veränderten Sein, und dann passt sich unser noch verkorkstes Ich mehr und mehr dem Bild an, was Gott hat. Das andere, was wir immer wieder lernen können, die nächste Folie, ist diese Haltung von Maria. Ich meine, die hat jetzt mal die unmöglichste Verheißung gekriegt, die man kriegen kann, von ohne einen Ehemann schwanger zu werden, vom Heiligen Geist, den Messias der Welt zu empfangen. Und sie antwortet sehr demütig, so gut vorher war sie ja auch schon demütig. Und ich meine, Engel kommt und sie sagt einfach, es geschehe nach deinem Wort. Und das ist Glaube, zu sagen, Gott, mein Verstand rebelliert, meine Gefühle drehen Amok, aber es geschehe nach deinem Wort. Ich glaube dir, dass es geschieht. Ich glaube dir, dass du da bist. Und das nächste ist, ein Geheimnis ist das Blut Jesu. Die nächste Folie für mich bedeutet, das habe ich mal so gedacht, sozusagen die PIN-Nummer Gottes. Wenn wir ein Bankkonto haben und da ist auch Geld drauf, hoffentlich, und ich brauche Geld und stehe vor dem Automaten und denke so, es wäre schön, wenn ich jetzt Geld hätte. Ich bräuchte unbedingt dieses Geld zum Einkaufen, mache aber nichts, stecke nicht meine EC-Karte rein mit der entsprechenden PIN-Nummer, die jetzt Jesus heißt. In dem Moment habe ich dann Zugang zu den himmlischen Reichtümern. So, und ich merke das immer wieder, dass es wie ein Glaube ist. Ich frage Claudi zum Beispiel nicht, wenn ich an den Kühlschrank gehe, ob ich an den Kühlschrank gehe, sondern er ist voll und ich darf mich bedienen. So, und das ist das, wo Gott sagt, meistens außer der Sonntagsbraten, der vielleicht noch vorbereitet wird, dass Gott dem älteren Sohn sagt, und manchmal sind wir so wie diese ältere Sohn, wir rackern uns für Gott ab. Und der sagt, oh, der darf ein Lamm schlachten, macht eine große Party und ich muss hier rumackern. Und Jesus, und der Vater sagt, du wohnst doch bei mir. Was gibt es Schöneres, als bei mir, dem Vater, zu sein? Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du musst nicht mehr fragen. Wenn du Bedürfnis hast, eine Feier zu machen, dann mach eine Feier. Wenn du spürst, jetzt auf meinem Schoß zu sitzen, dann komm auf meinen Schoß. Wenn du jetzt merkst, einfach mit mir Zeit zu verbringen, dann komm zu mir. Das ist die Identität eines Sohnes. Und der Vater wundert sich fast, warum der so mürrisch drauf ist. Und das ist dieses, dass wir Zugang zu all diesen Reichtümern haben. Und
Glauben entsteht oder es ist die Übereinstimmung zwischen Gott und uns Menschen. Und Gebet ist für mich eine Partnerschaft mit Gott. Ich glaube oft, es gibt verschiedene Gebetsstile, auch das Flehen und das Bitten oder auch das Klagen. Aber ein Teil von dem Gebetsstil, von dem ich berichte, ist dieses partnerschaftliche Beten mit Gott. Dieses regierende Gebet, sagen das manche auch, dieses Wissen, dass ich die Dinge, die Gott mir zusagt, dass ich sie wie aussprechen darf und sagen, Gott, es geschehe nach deinem Wort. Oder diese Hesekiel 37 Stelle von den Knochen, gibt es ja auch dieses Lied, wo sagen, ach, einige sehen tote Knochen, die andere sehen eine Armee. Und Gott sagt zu den Propheten dort nicht, bitte und bettle, sondern sprich du das Leben. Sprich du und prophezeie. Und das ist auch eine Art des Gebetes, wo Gott uns diese Autorität gibt, zu sprechen, Leben zu sprechen, Dinge hervorzurufen, dass sie entstehen. Und das ist ein Teil dieses prophetisch Verbundenen mit Gebet. Und da ist eine Autorität dahinter. Und das ist nicht manipulativ, könnte man ja vielleicht denken. Das ist manipulativ und Gott ist Gott, ist er auch. Er ist souverän. Aber wir gehen in Übereinstimmung mit dem, was Gottes Wille ist. Und es ist die Partnerschaft zwischen Himmel und Erde, die aktiviert, wenn wir als Gottesvolk mit den Absichten Gottes übereinstimmen. Und wie gesagt, meine Sicherheit ist das Wort Gottes, weil ich als Person denke, ah, ist das jetzt wirklich von Gott oder nicht? Aber die Dinge, die in der Bibel stehen, kann ich mir absolut sicher sein, dass das Gottes Wille ist. Und durch diese Übereinstimmung kriege ich auch mehr Sicherheit von den Dingen, die vielleicht in der Bibel nicht so genau verzeichnet sind, wo ich aber trotzdem weiß, ist der Wille Gottes. So bezogen, als wir auch mit Gebetshaus angefangen haben zu spüren, wow, das, oder die Claudia ihren Job aufgegeben hat und sagen, okay, wir leben jetzt einen partiellen missionarischen Lebensstil und haben einfach weniger Einkommen. Aber zu glauben, dass trotzdem das Geld reicht, das war ein Risiko oder ein Glaubensschritt. Und zu spüren, wow, Gott versorgt. Und Gott sagt, viel vermag das Gebet eines Gerechten in Jakobus 5, Vers 16. Und wir sind durch Jesus Gerechte. Und Gebet setzt die Dynamis Gottes frei. Wirklich diese Kraft Gottes wird freigesetzt. Und Gebet, das im Glauben gesprochen wird, kann wirklich Wege bereiten und jede Barriere zerschmettern oder Tore aufstoßen. Und manchmal gibt es, ich habe es extra nochmal aufgeschrieben, natürlich, darüber predige ich heute nicht, gibt es scheinbar Dinge, wo wir denken, Gott ist ferne. Wir haben für jemanden gebetet, der krank ist, der wurde nicht gesund, ist vielleicht sogar gestorben, aber trotzdem nicht aufzugeben. Letztens eine geniale Predigt über Hiob gehört und Hiob musste nicht leiden, weil er gesündigt hat, sondern er musste leiden, weil er gerecht war. Und er war bereit, dieses Leiden mit aufzunehmen als eine Proklamation in den Himmel zu sagen, ich bleibe an Gott dran, auch wenn es mir richtig dreckig geht. Das war seine Proklamation und das hatte eine Kraft in die unsichtbare Welt hinein. Oder Oswald Chambers sagt, wenn etwas in deinem Leben passiert, was scheinbar deinem Glauben widerspricht und du bleibst an dem dran, dann hast du einen starken Glauben. Und das ist manchmal das, was Gott vielleicht ein bisschen auch trainiert. Dieses Dranbleiben, auch wenn alles an Umständen unserem Glaube widersprechen, sagen, ich bleibe aber dran an dir. Ich zweifle nicht an deiner Liebe, egal was ist. Ich zweifle nicht an deinen Verheißungen. Und warum Dinge noch nicht so passieren, wie wir es vielleicht gerne wollen, ist ein großes Fragezeichen, auch in meinem Leben. Wir haben viel für Kinder gebetet, haben aber keine. Aber Gott ist treu. Dafür schenkt er uns viele geistliche Kinder. Gott ist treu und wir zweifeln nicht an seiner Güte. Wir zweifeln nicht an seiner Barmherzigkeit. Wir zweifeln nicht an seiner Größe, sondern wir bleiben dran. Und ich glaube, Gott möchte diese Kraft oder diese Muskelkraft in uns einfach auch verstärken. Und nächste Folie, glaube ich, ist immer wieder die Frage, was ist auch unsere Identität, dieses mutig vor dem Thron? Komme ich als Kind Gottes? Komme ich als König, als Priester zu ihm? Oder was ist mein Gottesbild? Ich weiß nicht, was euer Gottesbild ist. Kann ich wirklich Gottes Willen beeinflussen?
Oder hat er nicht alles eh so und so festgelegt und egal wie ich bete, er macht eh, was er will? So ein calvinistisches Gottesbild, sag ich mal. Oder glaube ich, so wie Abraham, den Gott seinen Freund nennt, och, ich kann mit Gott ringen und sagen, Gott, nein, hab Erbarmen und verändert dies oder jenes. Und ich glaube, es ist wichtig, auch im Gebet für Heilung zum Beispiel, wo fange ich an zu glauben? Fange ich erst an zu beten, wenn jemand Krebs erkrankt ist? Oder fange ich an schon zu glauben, wenn ich Kopfschmerzen habe, keine Tablette zu nehmen und zu glauben, ich bete jetzt und werde gesund und meine Glaubensmuskeln werden Stück für Stück größer? Ich merke im Moment, alle aktuell passierenden Krankheiten in mir heilt Gott momentan. Aber immer mit dem, keine Ahnung, ich habe Knieschmerzen und ich könnte sagen, oh, jetzt fangen die Alterszipperleins an. Wie schnell sagt man sowas? Oder ich gehe die Treppe hoch und sage, Gott stärkt meine wankenden Knie. Und das mache ich dann auch. Letztens, wir haben eine Dachluke und da ist diese Hydraulikteile ein bisschen ausgeleiert. Mache ich die Luke auf, habe meine Hand so und die fällt mir mit voller Kanne auf die Hand. Und ich dachte, okay, die ist durch. Das hat Claudia gesagt, ich habe so laut geschrien, das fand sie gruselig. Und ich dachte echt, die Hand ist durch. Genau, meine Musikerhand. Und ich habe einfach nur ein Eispack geholt und einfach nur gesagt, in Jesu Namen Heilung. Ich habe nicht darum gebeten, sondern wirklich gesprochen. Hand sei heil, Schmerzen weichet, alles, was da vielleicht kaputt ist, wieder. Und wirklich nach einer halben Stunde war der Schmerz weg. Ich hatte dann noch zwei winzig, wirklich winzig blaue Flecken. Es war noch nicht mal blau. Ich habe nur diesen Abdruck von diesem Teil gespürt, also gesehen. Der war noch eine Woche da als Erinnerung. Aber Gott hat das wieder hergestellt. Und so merke ich das auch, wenn eine Grippe kommt, sage ich, ah, könnte ich, ist ein Teil in mir, der sagt, ach, jetzt so eine Woche krank sein, nicht in die Schule gehen, wäre ja auch nicht schlecht. So, meine Seele braucht gerade Pause. Ich habe gesagt, nein, ich will das jetzt nicht. Und dann war das wieder weg. Und das war jetzt dreimal in den letzten 4 Wochen. Und das ist dieses Training, an dem dran zu bleiben, mutig vor dem Thron zu sein, in dieser Identität zu sein und meine Glaubensmuskeln Stück für Stück zu trainieren. Eben, dass wir nicht aus diesem Waisenhaus beten, immer wieder dieses Betteln, sondern dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, alles, was mir gehört, gehört auch euch, sagt der Vater. Diese Partnerschaft, ohne dass wir Gott manipulieren. Und das, was sozusagen der Punkt ist, dass wir eben nicht manipulieren, ist das Geheimnis für mich jedenfalls Johannes 15. Jesus, der Weinstock, wir die Reben. Und er sagt auch, wenn ihr in mir bleibt, so wie ich in euch bleibe, und wenn ihr in meinem Wort sagt, also sprich in den Verheißungen lebt, in dem Wort Gottes als eine Realität seht, dann könnt ihr alles beten, was ihr wollt. Und man denkt so, ah cool, endlich der größere Auto, endlich dies oder jenes. Aber das ist nicht so. Und ich denke mal, jedes kürzer oder auch länger verheiratete Ehepaar weiß, was dem anderen wichtig ist. Und wenn man den anderen liebt, dann tut man nicht mehr unbedingt Dinge, die dem anderen nicht gut tun. Vielleicht manchmal schon, aber meistens versucht man es jedenfalls nicht. Und so ist es auch mit Gott. Umso mehr ich mit Gott übereinstimme, aus dieser Verbundenheit mit Jesus, umso weniger sind da Wünsche da, wie Jakobus beschrieb, die aus der Begierde meines Herzens kommen. Da ist diese tiefe Übereinstimmung, die Jesus hatte, der genau wusste, ich gehe zu dieser Frau. Ich lasse den Lazarus noch eine Weile im Grab liegen und gehe diese Richtung, weil das Wunder muss viel größer. Ich würde es nie machen von meiner Persönlichkeit her. Oder Jairus Tochter ist am Sterben und die blutflüssige Frau kommt. Und ich denke, wenn ich Jairus gewesen wäre, ich wäre Amok gelaufen. Die mir, Jesus, mach mal hin jetzt, bisschen flotter. Nicht noch da was machen und da was. Aber der war so verbunden mit Jesus, mit Gott, dem Vater, der Jesus, dass er genau wusste,
Ich kann ganz gechillt sein und weiß, ich bin da im Willen Gottes und da im Willen Gottes und scheinbar, obwohl ich zu spät vielleicht komme, noch mehr im Willen Gottes. Und das ist diese Verbundenheit, aus der wir dann diese Autorität haben. Weil sonst beten wir doch aus unseren Begierden und aus dem, oh, das wäre gut und das wäre gut. Dann sind wir so tief mit, dass wir wissen, das ist jetzt wichtig zu beten, das ist jetzt wichtig zu beten, das ist jetzt wichtig zu beten. Und Jesus spricht in seinen Abschiedsreden, erwähnt er 6-mal, in, glaube ich, nächste Folie oder übernächste, 6-mal das Thema Gebet. Es scheint ihm sehr, sehr wichtig zu sein. Immer wieder diese Dinge. Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun, sogar noch größere Dinge. Wenn ich im Vater gehe und alles, worum ich dann in meinem Namen bitten, werde ich tun, damit der Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Also durch erfülltes Gebet soll die Herrlichkeit Gottes sich bewähren. Oder eben Johannes 15. Oder ich nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Ihr seid bestimmt, Frucht zu bringen. Ihr seid bestimmt, die Werke Gottes zu vollenden, wie Jesus auch. Das Werk, was Gott euch aufgetragen hat zu tun, dürft ihr mit der Kraft Gottes vollenden. Ob es im Beruf ist, ob es in der Familie ist, im Gemeindekontext, egal an den Ort, wo Gott euch gestellt hat, sollt ihr es vollenden. Oder an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Also Gott sagt immer wieder, betet und ich höre. Betet aus dieser tiefen Beziehung, aus dieser tiefen Intimität mit Gott. Und Epheser 3, Vers 20, Jesus vermag unendlich viel mehr zu tun, als wir erbitten oder begreifen können. Und das ist diese Kraft mehr, als ich mir erdenke. Wir denken manchmal so, oh, meine Fantasie oder meine Wünsche sind schon groß. Aber Gott sagt, noch mehr, als du dir erdenken kannst, möchte Gott tun durch euch als Gemeinde oder hier in der Region Stuttgart. Und Gebet ändert die Situation. Und ich glaube, das Geheimnis ist, dass, wir wissen, dass Gott allmächtig ist. Aber der Glaube, den wir brauchen, ist, dass Gottes Kraft durch mich wirksam wird. Und das ist, glaube ich, der Part, wo wir ein bisschen zweifeln. Dass der allmächtige Gott mit seiner Kraft durch mich hindurch wirksam wird in dieser Welt und Dinge verändern kann. Und das ist, glaube ich, der Glaube, den Gott formt. Das hat mit Identität, mit Gottesbild, mit ganz vielen Dingen zu tun. Das spreche ich euch wirklich zu, dass Gottes Kraft mächtig ist, dass dieses Beten ohne Unterlass. Und Gott sehnt sich danach, seine große Kraft in Städten, Regionen und Ländern zu offenbaren und wirklich eine große Schar von Menschen zu retten, dass wirklich durch Gebet und Glauben an den mächtigen Namen diese Realität sichtbar wird. So, und Gott hat uns in eine Stadt gesetzt, wo wirklich auch viel Gegenwind ist, aber wo wir erleben, wie Dinge sich verändern. Im Bahnhofsviertel beten wir immer wieder und jetzt haben verschiedene Banken sich zusammengetan und lassen wirklich nochmal Geld in sozialdiakonische Projekte hineinfließen. So, oder dass die Einheit, die in Frankfurt in den letzten Jahren zwischen den Christen und Gemeinden gewachsen ist, ist wirklich immens. Nicht mehr dieses meine Gemeinde, sondern dieses gemeinsam zu gehen. Es kommen immer wieder Leute auch von außen, die spüren das und kommen nach Frankfurt und sagen, irgendwas ist bei euch anders. Da ist schon etwas sozusagen am Vorbereiten, am Durchbrechen von dem, was Gott wirklich tun möchte. Wir haben Gemeinden, die haben dieses Konzept Leben teilen, die wirklich ihr Umfeld mit hineinnehmen in diesen Gottesdienst. Und ich glaube, wir haben immer noch den Punkt, wahrscheinlich ähnlich wie hier, wo Leute sich nicht so, noch so diesen letzten Schritt der Bekehrung noch nicht vollziehen. Aber dieses Miteinander, dieses Verändernde, zu gucken, wo kann man aktiv werden, passiert. Ich mache es zum Beispiel. Als Lehrer darf man ja an sich nicht evangelisieren, so ganz laut. Aber ich spreche immer wieder in den Geist meiner Schüler rein.
Ich mache so Sachen wie Komplimentendusche. Manche Lehrer kennen das vielleicht, wo man den Kindern oder den Schülern was Gutes zuspricht. Und da fließt das Prophetische einfach mit hinein. Ich segne, wenn ich U-Bahn fahre, segne ich die Menschen, mit denen ich fahre. Das ist sozusagen auch dieses ohne Unterlass beten, immer wieder zu segnen. Manchmal denkt man so, warum muss der jetzt so viel kruspeln? Warum muss der jetzt hier gerade so laut telefonieren? Nein, zu segnen. Zu segnen, egal wo ich laufe, jede Straße, wo wir wohnen. Ich kann fast gar nicht ohne beten irgendwo rumlaufen, aber immer wieder dieses auch segnen und zu merken, wie sich Atmosphäre verändert, wie sich Dinge verändern. Und Gott hat uns diese Schlüssel des Königsreiches in die Hand gelegt, um die Schatzkammern des Himmels aufzuschließen. Und wir sind als Gläubige der Resonanzkörper Gottes. Ich liebe Resonanzen und das ist manchmal mehr als Worte und Schwingungen und Frequenzen und Musik. Etwas kommt durch uns in der Welt zum Klingen und es soll was Gutes sein. Und ich habe letztens einfach diesen Vers gehört und das finde ich gut. Gebet geschieht und wir sind da. Wir beten oft noch so von wir und wir müssen Gott von irgendwas überzeugen. So als würde er nicht auch Erweckung auf dem Herzen haben oder dass Menschen zum Glauben kommen. Aber wir sind da und Gebet geschieht. Unser Leben ist da, um Gott zu verherrlichen.